und ganz herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Viele von euch haben sich irgendwas mit Ostern gewünscht, also eine Serie oder ein Video. Und ich habe mich dafür entschieden, dass ich eine kleine Osterserie drehe, also Ostern auf dem Grünwaldhof. Und am Schluss findet halt dann noch ein Osterturnier statt. Und das wird dann halt eine kleine Osterserie, weil sich das, wie gesagt, viele von euch gewünscht haben. Und ja, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei der ersten Folge. Hey Mädels, ich habe gehört, dass es ein neues Pferd bei uns am Stall gibt. Ja, das Pferd ist gestern angekommen. Wisst ihr, welche Rasse es hat? Ich habe gestern mal mit Alina über WhatsApp geschrieben. Sie hat gesagt, es ist ein Araber. Oha, cool. Und weißt du auch den Namen? Nein, weiß ich nicht. Sie haben noch keinen Namen für ihn. Und ist es ein Privat- oder ein Schulpferd? Sie haben gesagt, er soll ein Schulpferd werden. Er ist zwar angeritten, aber halt noch nicht ganz sicher. Und spätestens in einem Jahr soll er als Schulpferd laufen. Oha, wie cool. Weißt du, wo er steht? Nein, das weiß ich tatsächlich nicht. Aber hey, da vorne ist Alina. Die kann uns bestimmt helfen. Guten Morgen, Mädchen. Hey Alina, wir hätten da eine Frage zu eurem neuen Pferd. Okay, schießt los. Was wollt ihr denn wissen? Wir wollen wissen, in welcher Box er steht, weil wir wollen ihn mal sehen. Oh, na klar, folgt mir. Er steht gar nicht weit weg von hier. Schaut, Mädels, das ist er. Wie alt ist er denn? Er ist 4 Jahre alt. Er wird dieses Jahr im November 5. Und wann bekommt er einen Namen? Wir machen das so, er darf sich seinen Namen selber aussuchen. Das ist ja eine coole Idee. Ja, aber dafür brauchen wir halt noch Namensvorschläge. Oh, dürfen wir Namensvorschläge machen? Na gut, wenn ihr wollt. Also ich wäre für Samiro. Ich würde den Namen Haribo vorschlagen. Also ich würde ihn Las Vegas nennen. Okay, 3 gute Namensvorschläge. Dann suche ich mir noch was aus. Ich würde ihn Domino nennen. Okay, gut, dann geh schnell in mein Zimmer, hol mir einen Zettel und schreib die ganzen Namen auf. Alle Namen sind voll cool, aber mich würde es echt freuen, wenn mein Name dran käme. Ja, das finde ich auch so. Aber ich muss sagen, dass Alina voll die coole Idee hatte. Ich meine, ich wäre nicht auf die Idee gekommen, dass ich das Pferd den Namen alleine aussuchen kann. Leute, ich habe eine Idee. Lass doch auf dem Platz weiterreden. Wir können jetzt schnell unsere Pflegeponys fertig machen. Ja, gute Idee. Kommt, lasst uns ein bisschen auf dem Platz rumlaufen. Ich finde es wirklich mega cool, dass wir eigentlich fast jeden Tag herkommen dürfen und uns um die Ponys kümmern dürfen. Ja, und auch cool daran ist, dass wir einfach nichts zahlen müssen. Wir müssen lediglich die Box ausmisten. Aber ich denke halt, dass Hannah ziemlich froh ist, wenn sich noch ein paar mehr Leute um die Ponys kümmern. Ja, das denke ich auch. Mädels, ich bin fertig mit dem Aufschreiben. Und wie machen wir das Ganze jetzt? Das zeige ich euch später. Kommt mit. Aber was ist mit den Ponys? Ach, der macht jetzt einfach das Halfter ab und dann könnt ihr sie hier ein bisschen rumrennen lassen. Ich schließe den ganzen Platz ab. Die wurden schon länger nicht mehr bewegt, oder? Ja, das ist in der Tat so. Und deswegen ist es auch mal wieder gut, wenn sie sich ein bisschen auf dem Platz auspowern können. Dann holen wir jetzt mal unser namenloses Pferd aus der Box und werden ihn ein bisschen putzen. Und wann sucht er sich dann den Namen aus? Ich verstehe es nicht ganz. Ach, das wirst du schon noch sehen, aber ich habe jetzt gerade irgendwie Lust, den zu putzen. Aber Mädels, ich muss sagen, alle Namen, die ihr vorgeschlagen habt, sind echt gut und würden zu ihm passen. Dankeschön. Und ich habe jetzt auch eine Idee, wie wir das Ganze machen. Also einer von euch kann ja hier bleiben und mir ein bisschen mit dem Putzen helfen. Und 2 von euch suchen 4 Eimer, also jeweils ein Eimer für halt einen Namen. Und ein bisschen Futter, also sagen wir mal Karotten.
Und dann kommt ihr einfach wieder her. Das brauchen wir nämlich für das Auswahlverfahren. Ich bleib hier beim Putzen. Okay, dann holen wir beide die Sachen, die wir brauchen. Sag mal, Alina, wer ist denn von euch eigentlich Probe geritten? Also Leonie ist mit ihm in der Halle Probe geritten und ich bin dann raus auf den Platz mit ihm gegangen, um ein bisschen zu springen. Und Zoe war halt auch dabei, aber die ist nicht geritten. Okay, alles klar. Ach Mann, ich würde auch mal gerne Probe reiten. Okay, also hier sind drei Eimer und dann fehlt uns noch einer. Laura, hast du noch eine Idee, wo wir einen Eimer finden könnten? Mal überlegen. Ja, doch, ich glaube, ich weiß, wo wir noch einen finden. Okay, vier Eimer haben wir. Dann brauchen wir jetzt nur noch Karotten. Guck mal, Laura, hier sind welche. Ich würde mal sagen, wir sind fertig. Jenny, Alina, wir sind fertig. Super, das trifft sich ja gut. Wir sind nämlich auch gerade fertig geworden mit dem Putzen. Und was machen wir jetzt? Wir gehen jetzt auf den Platz und dann darf sich unser noch namenloses Pferd seinen Namen aussuchen. Aber der Platz ist doch noch belegt von unseren Pflegeponys. Oh, stimmt. Ja, dann müssen wir die erst zurück in die Boxen bringen. Na, dann kommt Ponys. Ihr habt jetzt viel Zeit, um euch auszutoben. Und sind wir dann jetzt fertig? Nein, ich muss jetzt noch die Namen verteilen, also neben jedem Eimer halt einen Zettel mit einem Namen. Ach, jetzt habe ich's verstanden, wie du das Ganze meinst. Naja, Jenny, also das Prinzip war mir wirklich schon die ganze Zeit klar. Okay, ich bin mit allem fertig, dann kannst du ihn jetzt loslassen.